Path of Exile 2 steht vor der Tür und im heutigen Video möchte ich darüber sprechen, welche Dinge es gibt, die sich von Path of Exile 1 bezogen auf Path of Exile 2 hin verändert haben und vielleicht für den einen oder anderen auch verbessern werden, was das Gameplay angeht, was verschiedene Spielmechaniken angeht und so weiter. Darüber möchten wir uns heute unterhalten und wir starten direkt. Die Gems bzw. die Gemmen, die man finden kann in Path of Exile 1, waren ja immer mit einem bestimmten Skill verknüpft oder sie waren Unterstützungsgemmen, die dann einen bestimmten Skill oder bestimmte Skillarten unterstützt haben, wenn man sie gesockelt hat. In Path of Exile 2 wird es so sein, dass man ungeschliffene Gemmen finden wird in der Welt und man dann auswählen kann, für welchen Skill diese Gemme dann gelten soll. Bedeutet, man hat einfach viel mehr Freiheit auszuwählen, anstatt ewig zu grinden und zu hoffen, dass man entweder durch Loot oder bei einem Händler die entsprechende Gemme findet, die man sucht. Finde ich eine schöne Verbesserung, Neuerung, Änderung eigentlich im zweiten Teil. Aber lasst natürlich gerne euer Feedback da, wie ihr das findet. Besonders natürlich die Spieler, die schon länger im Path of Exile unterwegs sind im Einser. Würde mich natürlich über euer Feedback hier freuen an der Stelle. Des Weiteren hat man diese Fertigkeitsgemmen, also Skill Gems, hat man jetzt in einem Menü und nicht mehr im Inventar, also an der Rüstung dran und dann geht man über die Rüstung drüber und guckt, oh, was habe ich denn da jetzt nochmal für ein Skill und was für Unterstützungsgemmen habe ich da drauf gesockelt und wo sind die jetzt? Sind die im Handschuh, sind die in der Brustplatte oder im Helm und so weiter? Sondern man hat jetzt ein Menü und in diesem Menü kann man schön übersichtlich durchgehen, was hat man denn für Skill-Gems, was hat man da für Unterstützungsgems dabei und wie navigiert man die durch, welche schaltet man aktiv und so weiter. Also hier hat man jetzt wirklich eine Möglichkeit, übersichtlich durch das Ganze durchzugehen, eine bessere Orientierung zu haben und einfach das Ganze ein bisschen intuitiver zu steuern als im Teil 1. Die nächste Neuerung bezieht sich auf den passiven Skilltree, also dieses Mega-Monster, was es halt auch in Teil 1 gab und gibt. Und hier kann man jetzt aber was Besonderes machen, nämlich man hat die Wahl zwischen zwei Waffensets, wie in Path of Exile 1 ja auch. Man kann also mit einem Knopfdruck zwischen einem Waffenset zum anderen Waffenset hin und her wechseln. Aber bei Path of Exile 2 gibt es die Neuerung, dass man, wenn man Fertigkeitspunkte für den passiven Skillbaum findet, also das bezieht sich nur auf die Punkte, die man über solche Bücher findet, diese Punkte kann man verteilen über einen Shift gedrückt halten und mit Mausklick dann verteilen, kann man zum Beispiel sagen, ich halte Shift gedrückt und verteile es dann für mein zweites Waffenset, diese Punkte. Und wenn ich Shift nicht gedrückt habe, verteile ich es für mein erstes Waffenset, was ich dabei habe. Und so passiert es dann, wenn man zwischen den Waffen hin und her wechselt, dass sich im passiven Skilltree automatisch diese Punkte umverteilen, ganz flexibel, je nachdem, welche Waffe aktiv ist. So hat man zumindest anteilig die Möglichkeit, sein Bild nochmal zu verfeinern und anzupassen, je nachdem, welche Waffe man gerade benutzt. Und dann einfach die Skill-Linien im passiven Skilltree kurz zu modifizieren, zum Wechsel zu haben, anstatt statisch zu sein im passiven Skillbaum, je nachdem, ganz ungeachtet, welche Waffe man benutzt. Also hier ist mehr Feintuning möglich, noch mehr Feintuning, als ihr es schon kennt aus Path of Exile 1, denke ich mal. Und das finde ich eine ziemlich gute Überlegung, weil es dann den Waffenwechsel tatsächlich richtig interessant machen kann, um weiter in die Stärken reinzugehen von der bestimmten Waffe, die man da ausgerüstet hat. Auf der anderen Seite ist das System aber nicht so flexibel, dass man zum Beispiel zwei ganz unterschiedliche Wege gehen könnte im passiven Skilltree mit allen Skillpunkten, die man hat, sondern eben nur mit den Skillpunkten, die man über diese Bücher finden kann. Was wir in Path of Exile 2 auch neu haben, ist die WASD-Steuerung, die sich nicht nur auf eine oder zwei bestimmte Klassen bezieht, sondern wirklich für alle Klassen aktivierbar ist. Wenn einem das gefällt, kann man das anschalten und dann bewegt man sich mit WASD-Movement durch die Map und hat somit ganz andere Möglichkeiten oder zumindest von der Steuerung ein ganz anderes Feeling als mit Point und Click. Wenn wir gerade beim Thema Movement sind, muss man natürlich auch die Ausweichrolle als nächstes erwähnen, die jetzt auch bei Path of Exile 2 dabei ist. Im Unterschied zu manch anderem Genre-Kollegen kann man die Ausweichrolle hier sozusagen spammen. Es ist kein Cooldown drauf. Man kann die ganze Zeit auf Ausweichen drücken und man weicht dann tatsächlich aus. Die Ausweichrolle hat aber noch mehr Möglichkeiten oder Funktionen, denn sie unterbricht
Skills, die man gerade am Ausführen oder am Casten ist. Das heißt, wenn man wirklich Skills dabei hat, die einen längeren Castdauer haben, kann man mit einer Ausweichrolle das Ganze unterbrechen. Das andere bei dieser Ausweichrolle in Path of Exile 2 ist aber, dass es keine Unverwundbarkeit gibt, während man diese Ausweichrolle macht. Bedeutet, wenn man innerhalb einer riesigen AOE-Zone ist und man da innerhalb der Zone eine Ausweichrolle macht, aber immer noch am Ende in der Zone steht, bekommt man trotzdem Damage. Das heißt, man muss tatsächlich effektiv aus der Zone rausrollen, um den Schaden zu vermeiden. Besonders effektiv ist die Ausweichrolle dann aber, um Nahkampfangriffe zu vermeiden und Projektilen auszuweichen. Hier ist sie sehr effektiv, aber es ist kein garantierter Schutz vor Flächenangriffen. Das muss man hier beachten. Bei der nächsten Sache weiß ich nicht, ob es für alle Skills gilt, aber zumindest für einige. Die kann man nämlich auch während der Bewegung zünden und ausführen. Bedeutet einfach mehr Movement. Bei manchen Skills steht man nicht mehr statisch da oder man wird nicht mehr abgestoppt sozusagen während der Bewegung, um den Skill auszulösen. Zum Beispiel, wenn man Fallen legt, zum Beispiel, dass man immer mal kurz angehalten wird, um die Falle zu werfen. Sondern man könnte laufen und man könnte währenddessen die Fallen werfen und es gäbe keine Unterbrechung beim Laufen. Das ist meines Wissens auch neu bei Path of Exile 2 und macht das Ganze natürlich um einiges geschmeidiger und flüssiger. Und last but not least, was ich auch noch beobachtet habe, ist, dass man in der Übersicht bei den Skill Gems auch noch einstellen kann, für welchen Skill welche Waffe zuständig ist. Das heißt, man hat zwei Möglichkeiten, die man anhaken kann, das erste Waffenset oder das zweite Waffenset. Man kann auch beides angehakt lassen, dann sagt man, es ist mir egal. Wenn ich diesen Skill ausführe, ist es egal, welche Waffe aktiv sein soll. Man kann aber auch sagen, bei diesem Blitzzauber möchte ich zum Beispiel, dass mein Stab im Waffenslot 2 aktiviert wird und dann erfolgt automatisch ein Waffenwechsel, wenn dieser Skill gecastet wird. Hier ist wohl ein kleiner Delay drin, aber es soll trotzdem sinnvoll, wirkungsvoll sein, wenn man es denn benutzen möchte, um das Maximum rauszuholen. Ich finde, das sind im Detail ziemlich coole Funktionen, die da dabei sind. Und ich bin einfach gespannt, wie flüssig und spaßig sich das dann in Action spielen wird. Und es ist ja nicht mehr lang hin. Am 15. November startet der Early Access. Und lasst mir natürlich gerne eure Meinung da. Was findet ihr oder was haltet ihr von diesen 8 Punkten oder 7 Punkten, die ich heute dabei hatte, die sich geändert haben von PoE 1 zu PoE 2. Würde mich über euer Feedback freuen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.